In diesem Video zeige ich euch mal wieder, was ich esse, und zwar an drei Tagen. Ja, ich habe euch drei Tage mitgenommen. Und hier gab es zum Frühstück Obstsalat und Haferflocken mit ein bisschen Proteinpulver, Banane, Blaubeeren und Mandel- und Sojamilch. Ich bin da immer ein bisschen kreativ und mische das. Und ja, das habe ich ein bisschen verdauen lassen und dann bin ich zum Training gefahren. Da habe ich dann Beine trainiert. Und ja, ein bisschen versucht zu flexen, hat nicht ganz geklappt. Nach dem Training habe ich mir dann einen Proteinsmoothie gemacht aus einer Banane, einem Schokoladenproteinpulver, das ich mir hier in Australien gekauft habe, und wieder ein bisschen Sojamilch und Wasser. Das war sehr lecker. Dann irgendwie eine halbe Stunde später habe ich mir zwei Vollkorntoast gemacht mit Hummus, Avocado, Gurke und Tomate. Und das war auch sehr lecker. Ich liebe Avocado einfach. Und dann irgendwie noch ein, zwei Stunden später habe ich mir einen Salat gekauft. Das war irgendwie so ein afrikanischer Salat mit, ja, einfach Bohnen, ja, so Olivenöl und Gewürzen. Und zur späteren Stunde habe ich mir dann etwas gegönnt, und zwar diese Protein-Cookies von Len & Larry's. Die sind mega lecker. Ich habe davon schon Snickerdoodle, Chocolate Chip, Birthday Cake und Peanut Butter probiert und ja, kann auf jeden Fall sehr empfehlen. Zum Abendessen gab es bei mir dann Brokkoli, Zucchini und Reis mit, ich glaube, Quinoa oder so, aber das war eher Low Carb, da war mehr Gemüse. Und ja, am nächsten Morgen habe ich dann Haferflocken gegessen mit Kokosflocken, Beeren und ein bisschen Zimt und halt Mandelmilch und Sojamilch wieder und einen Apfel. Und später sind wir dann an den Strand gefahren, also ich mit meinen Gastkindern. Und haben uns dann zum Lunch einen Salat geholt. Der war so mit Glasnudeln, Tofu und Banana Blossom heißt der Laden. Das ist mega lecker. Und ja, genau, schön gesund mit ganz viel Grün und so. Und dann haben wir den Tag da genossen. Und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich mir ein, zwei Scheiben von dem Bananenbrot abgeschnitten, das ich selbst gebacken hatte. Ein bisschen ungesund mit Zucker und Weißmehl. Ja, und zum Abendessen gab es bei mir dann Leftovers. Wir hatten noch Spaghetti, Bolognese, aber halt im Vegan, im Kühlschrank mit Aubergine und Zucchini. Und das waren Riesenportionen. Ich hatte aber trotzdem irgendwie noch um 9 oder so ein bisschen Hunger, deswegen habe ich nochmal was vom Bananenbrot gegessen und ein bisschen Kokosjoghurt mit selbstgemachten Granola, was ihr auch noch später im Video sehen werdet. Und dann versuche ich ja jeden Tag zwei Paranüsse zu essen, seht ihr hier, weil die einfach gut für den Selenspiegel sind. Und ja, am nächsten Tag habe ich dann diese ganze Wassermelone hier gegessen. Also es war irgendwie so ein Viertel von der Wassermelone. Und dazu gab es dann noch Haferflocken mit meinem selbstgemachten Granola, was ihr auch in meinem E-Book finden werdet oder findet. Ich weiß noch nicht, wann es rauskommt. Auf jeden Fall war ich danach in der Mall mit meiner Freundin und wollte dann eigentlich direkt zum Training, hatte aber noch Hunger. Deswegen habe ich mir ein veganes Nutella-Brot gemacht, sozusagen mit Banane, und hatte diesen Joghurt gegessen, den ihr da gesehen habt, genau. Und ja, dann war ich beim Training und habe ein Oberkörpertraining gemacht. Ich muss sagen, ich habe hier ein bisschen zugenommen in Australien, aber kein Ding, ich arbeite dran. Und ja, als ich dann zurückgekommen bin, habe ich ein bisschen Rohkost gesnackt, keine Ahnung, ich hatte da mega Lust drauf. Und ja, das war so ein Süßkartoffel-Dip und Hummus natürlich, ganz klassisch. Und dazu hatte ich mir so einen Wrap gemacht, sieht total blöd aus, tut mir leid. Ganz viel Salat, Avocado und Tomate. Und wie kann es anders sein? Ich hatte noch ein bisschen Hunger und habe mir dann einfach so ein Gemüse-Patty warm gemacht und den mit dem restlichen Salat gegessen. Und dann gab es noch einen Proteinshake. Und irgendwie nochmal Nachtisch. Irgendwann später war eine kleine Portion Schoko-Porridge mit Kokosflocken. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen oder ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!